Leute, herzlich willkommen auf den Hasan Gaming und heute spielen wir mal wieder den Euro Truck Simulator 2. Ich zocke den aktuell in der letzten Zeit sehr oft. Ich glaube sogar, dass dieses Video nach dem anderen Euro Truck Simulator 2 Video rauskommt, also praktisch zwei Euro Truck Videos. Ist auch mal nice. Ne, wir bringen heute Gerüstmaterial nach Hamburg von Hannover. Hamburg, da will ich ja hinziehen. Ja, schöne Stadt. Wird wahrscheinlich definitiv später mein Wohnort werden. Dauert natürlich noch ein paar Jahre, aber ja, das ist so mein Ziel aktuell. So, wir fahren wieder mit dem Kack. Okay, wir fahren darf. Los. So, wir fahren los, ja. Ich habe jetzt auch mal eingestellt, dass die Regenwahrscheinlichkeit weg ist, weil man da immer nur rutscht gefühlt. Das ist einfach scheiße. Ja. Neues Lenkrad kommt auch bald. Ich hab mir jetzt, oder ich wünsche mir zu Weihnachten eins. Ja, es kostet irgendwas mit 180 Euro, glaube ich. Ja, und das wünsche ich mir zu links Weihnachten. Und dann links abbiegen. So, Technikkram will ich mir eigentlich nicht mehr so wünschen, weil das brauche ich nicht. Biege nach links ab. Was ich mir natürlich auch wünschen könnte, ist irgendwie, keine Ahnung, es ist halt nicht. Keine Ahnung, was ich mir wünschen soll, ne? So. Fahren wir hier erstmal raus. Aus Hannover. So, da ist so ein Kack-Dings. So. Ich will meinen Führerschein ja auch so früh wie möglich machen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Also geplant ist, dass ich meinen Autoführerschein schon mit 16,5 anfange. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das was wird. Biege nach rechts ab. Das ist die Frage. So. Auf jeden Fall plane ich das. Vielleicht. Muss ich mal gucken. Aber ja. Muss ich halt einfach mal gucken. Das. Ja. So. Oder ob ich das doch erst mit 18 schaffen kann. Links halten und dann links abbiegen. Ja. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Biege nach links so. Ab. Ja, wenn die Ampel mal nicht rot sein würde, könnte ich jetzt auch abbiegen. Aber geht nicht. Din, 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 din. Oh, ich liebe dieses Geräusch vom Blinker. Oh, dieses Geräusch ist so geil. So, biegen wir hier mal links. So. Ich sehe aktuell gar nichts. So. Erstmal hier auf die rechte Spur wechseln. So. Kann eigentlich direkt hier bleiben, weil ich muss hier eher. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. So. Nimm die Ausfahrt rechts. Perfekt. Bitte rechts halten. So. Zack. Und diese Kurven hier, ne, die sind auch ganz interessant. So. Perfekt, let's go. So, fahren wir los, würde ich sagen. So. Let's go nach Hamburg. Meine Zukunftsstadt. So. Oh, die Autobahn hier ist aber komplett leer. Kann ich ja. Bitte links halten. Genau, links.
Die ist echt komplett leer, ne? Muss man dazu einfach mal sagen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Nimm die Ausfahrt rechts. So. Zack. Das habe ich kurz mitgenommen. Egal. So. Weiter geht's. Bitte links halten. Bin auch schon auf die linke Spur gewechselt. Navi. So. Weiß gar nicht, wann macht man das nochmal an, wenn man kein Fahrzeug vor sich hat? Ne? Machen das anmachen, sonst eigentlich nicht, aber das ist jetzt einfach an. Oder wenn Gegenverkehr kommt, dann muss es auch ausschalten. Weil wenn du die nicht blendest. So. Perfekt. Let's go nach Hamburg. Nur noch 136 Kilometer. Dann sind wir auch endlich am Reiseziel. Ich könnte mir den Job als LKW-Fahrer eigentlich schon vorstellen. Würde auch Spaß machen. Ne? Brauchst du erstmal zwar den Führerschein für, aber die Firma müsste das ja eigentlich auch zahlen. Ne? Wäre eigentlich schon nice. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass du als LKW-Fahrer nicht unbedingt das verdienst, was du verdienst. Oder verdienen willst. Ja, keine Ahnung. Ist halt die ganze Woche weg. Ist für mich schwierig, weil ich halt YouTube mache. Ne? Ja, ich denke, ich mache erstmal die Ausbildung für IT, Systemintegration. Dann suche ich mir, wenn ich da fertig bin mit der Ausbildung, einen Job in Hamburg. Wenn ich dort angenommen werde, ziehe ich dahin. Beziehungsweise ich muss halt gucken, wie ich dahin ziehe. Ich brauche ja erstmal einen Job dort. Weil sonst kann ich so nicht dahin ziehen. Oder ich spare erstmal. Aber nee. Geht ja auch nicht. So. Ja, wird ein bisschen schwierig, nach Hamburg zu wechseln. Aber ja. Also ich mache erstmal meine Ausbildung hier noch, wo ich jetzt wohne. Dann, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann gucke ich mir nach Jobs für Hamburg. Und wenn ich die dann gefunden habe, dann ziehe ich auch erst um. Muss ich natürlich dann in der Bewerbung schreiben oder so, dass ich dann umziehe, keine Ahnung. Hoffen, dass ich da angenommen werde. Aber ja. Bitte links halten. Ach mal, wie schnell fahre ich denn hier? Halte doch links. Ich fahre hier gerade fast 150 über die Autobahn. Der macht schon Platz für mich. Junge. Ich war gerade in einer Geschwindigkeit von wann weiß ich hier drüber. Darf ich das überhaupt? Also als LKW-Fahrer nicht. Als LKW-Fahrer darf ich das auf jeden Fall nicht. Oh, die Polizei. Oh, hat sie nicht gesehen. Die gar nicht gesehen. Hätte ich jetzt Bußgelder an, hätte ich ein schönes Bußgeld sagen müssen. Ist zwar realistischer, aber ich habe keinen Bock, das in YouTube-Videos zu machen. Weil ich das nicht unbedingt realistisch machen will. So. Also schon realistisch fahren, aber ja. So, war da aus. Rechts halten. So. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Jetzt muss ich aber bremsen. Nimm die Ausfahrt rechts. So. Let's go. Ist noch grün. Ja, ist noch grün. Also ich sehe da gar keine rote Farbe.
Ja gut, jetzt muss ich aber langsamer werden. Jetzt kann ich hier nicht mehr mit 100 Sachen klettern. So. Rote Ampel. Ach, wir sind sogar schon in Hamburg, sehe ich gerade. Das Rettungsdienst ist auch schon direkt da, falls ich das brauche. Mal gucken, ne? Jo, was für eine Geschwindigkeit der gerade hier ankam. Okay, ich bin auch nicht viel besser. Aber egal. Links halten. So. Und dann links abbiegen. Uah, ich habe die Kurve nicht gesehen. Es hatte jetzt gehört, wie laut das war. Biege nach links ab. So. Mich hier rum. Ja. Gerade so rum. Rechts halten. Jetzt muss ich hier rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, nichts passiert. Demnächst links abbiegen. So. Biege nach links ab. Ich habe Vorfahrt, deswegen hält der. Demnächst rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Hätten die Vorfahrt geklaut. So. So, zack. Und ich bin am Reiseziel angekommen. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Schön. Das war's mit der Route hier. Waren wir hier alles grün? Oh, perfekt. Alles im grünen Bereich. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf dem Discord-Server vorbei und macht dort die 300 Member voll. Wir haben jetzt aktuell 282 Member. Würde mich freuen, wenn ihr die 300 da voll macht. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das würde mich auch freuen. Und supporten, ja. Schaut auch noch bei den ganzen anderen Social-Media-Kanälen vorbei. Die sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandro. Ciao, ciao. Feelings are showing.